Hallo, liebe Kumpels und Kumpeladines. Ja, also gestern, das war der Tag des Faulenzens. Also, ihr versteht ja, ich war ja am Samstag sowas von toll überrascht worden mit ganz vielen Hundekumpels. Und ich habe ja mit meinem neuen Freund da, mit dem Babu, habe ich ja fast den ganzen Tag gespielt, ja. Also da musste ich mich ja dann wirklich gestern ausruhen. Ich war sowas von platt, ich habe fast den ganzen Tag verpennt. Ja, und abends hat mein Herr schon gesagt, also Freund, wir gehen jetzt trotzdem noch ein kleiner Spaziergang machen. Und das immer in den Tierpark, der ganz bei uns in der Nähe ist, ne? Ja, und da gibt es auf der einen Seite gibt es das, die wilde Sau und Schweine. Und auf der anderen Seite gibt es dann Dammhirsche. Ja, so hätte die Dammhirschen, große, kleine, nichts wie so. Und ganz kleine sind dabei, ja, und ein kleines Böckchen ist dabei, die hat doch ganz kleine Hörner. Die sind dann mit großen Hörnern und kleine. Jo, und dann habe ich mir gedacht, die muss ich mir immer näher ansehen. Und habe doch tatsächlich beim Vorbeilaufen am Zaun eine Lücke gesehen, wo ich schon da durchgepasst habe. Und als ich dann nicht so richtig hinterher bin, hat mein Freundin schon gedacht, hoch, wer zieht denn da an der Leine? Hat sich rumgedreht. Die hat so fast die Schlag getroffen, wie sie mich gesehen hat in das Gehege. Mann, mein Herrchen, der war schneller auf die Botte und mit den Händen unter dem Zaun, wie ich gucken konnte. Und schwupp hat er mich am Schlawittchen geholt und rausgezerrt. Hat er gesagt, also du bist doch wirklich ein Donnergewitter. Hat er gesagt, ja. Ja, also heute habe ich mir vorgeholt, ganz brav zu sein, bevor der an Herzkasperle irgendwann mal versterben tut, nur wegen mir, weil der sich so aufregen muss, ne? Ja, habe ich mir fest vorgeholt. Naja, so mit dem Zwinker der Augen, ne? Also, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Tschüss! Euer Mogli von die Weiße Sorge.